Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 10. Folge von COD. Wir machen Operation Roter Kreuz. Ich sag, das sind meine Verdächtigen. Und wir starten die Mission. Wenn Wladimir Ruskin tut es, kannst du deine drei ausgewählten Verdächtigen nicht mehr ändern. Okay. Wir lassen so. Ich werde es nicht mehr ändern. Ich schaue jetzt auch nicht nach dem letzten Hinweis. Ich belasse es so. Woods und Mason übernehmen das Kommando. Offenbar versteckt sich Rudnik in einer abgelegenen Sowjetbasis in den Bergen von Usbekistan. Nicht abgelegen genug. Wir sind Jungs in der Nähe ab und statten ihm einen Besuch ab. Stürzen wir diesen Perseus-Lakaien zurecht. Kommando klang zuversichtlich. Sobald wir den Funkturm gesprengt und für eine Ablenkung gesorgt haben, werden wir es wissen. Na gut, ab nach unten. Spielen wir ein bisschen Verstecken. Okay, wir sind in Position. Roger, hier ist ein Luftpostpaket bereit zur Zustellung. Brauchen nur eine Adresse. Los, markiert den Funkturm für uns. Mason, der Turm ist oben auf dem entfernten Kamm. Turm. Tu ich doch. Koordinaten sind unterwegs. Roger, der Scheck ist in der Post. Auf dem Weg. Ich würde sagen, wir suchen das mal an dem Ort, der am weitesten entfernt ist. Ah, ich wurde getroffen. Scheiße. Ich habe ihn nicht entkommen lassen, ich bin gestorben. Das ist ein großer Unterschied. Wie das? Mann, geht mir das auf die Eier. Na hey, ich kenne diesen Schwächerpunkt doch. Wahnsinnig, Alter.
Hallo? Rudnik ist hier nicht. Geh weiter zum nächsten Gebäude. Lass mich ran, ist jetzt immer so, er wird immer am letzten sein. Ey, die kenne ich doch aus der Multiplayer-Map in Nord. Soll ich ihn jetzt noch aufhalten? Oh. Das ist jetzt kein Schneemobil. Rudnik! Hören Sie auf, wegzurennen. Oh mein Gott. Ich dachte, ich habe kein Granatenzeichen gesehen, deswegen dachte ich, ich bin in Sicherheit. Oh Mann. Das ist deprimierend. Hallo? Ah. Mach die Tür auf. Ich komm rein. Ich hab Rudnik. Wir brauchen eine Abschussbestätigung. Abschuss bestätigt. Wir haben ein Beweisfoto. Vielleicht können wir sie beim nächsten Mal auch aufmalen. Gute Arbeit. Evakuierungsheli ist unterwegs. Markier deinen Standort mit Rauch. Gute Anforderung. Wir fahren einen beliebigen Ort Rauch, um den Investitionen zu.
brauchte noch ein paar Minuten. Pass auf, mehr auf dem Weg. Mason, Luftunterstützung ist in Bereitschaft. Ruf sie, wenn du sie brauchst. Die Russen kommen. Sind sie her. Verstanden. Lassen wir es schmerzen. Was doch. Ich sehe den Rauch. Setze gleich zur Landung an. Komme. Das war guter Rundschnitt. Ich wette, Perseus heult wie ein Baby, wenn er hört, dass wir uns den kalt gemacht haben. Und ich hasse Babys. Wir sind hier fertig. Und ich hasse Babys. Und ob wir jetzt wahrscheinlich die Richtigen gekillt haben, werden wir wahrscheinlich nie erfahren, oder? Also die richtigen Verdächtigen. Dieses What Matters to Me? Ja. Das Team macht sich auf den Weg nach Kuba, um die Atombombe zu beschlagnahmen, die Perseus gestohlen hat. Ja, Mission starten. Du stehst kurz davor, Perseus auf Kuba zur Strecke zu bringen. Du wirst keinen Zugriff mehr auf die Beweistafel haben. Ich möchte fortfahren. Hastings hat Salt Lake City verlassen. Wir sind ihm bis nach Kuba gefolgt. Wir denken, Perseus hat die Atombombe dorthin gebracht. Wang Li glaubt, Castro könnte Perseus helfen, sie in die USA zu schmuggeln. Für einen Blick auf die Hardware, versteht sich. Dazu wird es nicht kommen. Was ist der Plan? Die letzte Spur von Hastings gab es 30 Meilen südlich von Havanna. Perseus versteckt die Atombombe vermutlich dort in einer verlassenen Anlage. Er will kein Aufsehen erregen, also rechnet mit moderaten Sicherheitsvorkehrungen. Ich sage einschlagen und einsammeln. Abspringen, Atombombe sichern mit dem Skyhook raus. Und wenn sie nicht dort ist? Ist sie. Perseus braucht Hastings nur aus einem Grund in Kuba. Zum Scharfmachen und Zünden. Also gut, Hudson kümmert sich inzwischen um die Evakuierung. Wenn alle bereit sind, kann es losgehen. Endstation. Adler ist spät dran. Nein, Schatz, wir sind früh. Adler sollte hier jeden Moment... Park, wir sind in Position. Bestätigt. Rücken vor zur Flanke. An alle Teams, wir gehen schnell und entschlossen vor. Findet Hastings, sichert die Bombe und dann nichts wie raus. Woods, reiß den Laden nieder. Wird ja auch Zeit. Los, los, los! Brauche Deckung! Nach dir, Bell! Haltet den Rücken frei! Wie ein beschissenes Gurt! Alle Teams auswärmen! Zum Haupttor vorrücken! You cannot escape from me! Oh, mich hat das gebissen! Sag mal. Bewegung! Lade nach! Alle Geschütze eliminiert!
Vorrücken, vorrücken! Danke. Weiter geht's! Weiter geht's! Feinde werfen Rauch. Sie sind in Bewegung. MGs, erster Stock, schaltet sie auf! Gabo! Was haben die armen Bastarde getan? Ihren Job erledigt. Was für eine Scheißbelohnung. Wen sagst du's? Sie haben Überwachungskameras. Wir könnten damit die Atombombe finden. Scharfsinnig wie immer, Park. Kontakt! Bell, such nach Minen. Allei, allei. Gib mir Deckung. Oh. Raketenwerfer, auf die Balkon. Boah. Das Glück konnte er nicht treffen. Sieht's aus. Darf ich dir einen Drink spendieren, wenn das vorbei ist? Deine Beharrlichkeit ist bewundernswert. Das ist kein Name. Gott, seht euch ein Zimmer, ihr zwei. Das gefällt mir schon mehr. Mason, du hast einen hinter der Theke übersehen. Danke, Park. Weitersuchen. Da, stopp. Adler, wir sehen die Atombombe und... Heilige Scheiße! Jemand tötet die Wissenschaftler! Wo? Erster Stock, Raum 27B. Erster Stock, mittlerer Raum. Nach oben, Bewegung! Wir sehen uns dort, Park. Plump. Aber wirkungsvoll. Kannst deine Augen nicht von mir wenden, was, Park? Bell, setz das C4 ein. Platziere Sprengstoff. Adler, wir rücken in den ersten Stock vor. Wir sind festgenagelt. Wir kommen nach.
Tschüss. Bitte! Sie erschießen uns! Nein! Bleib weg! Nein! Rücke vor!